Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Gaming Cyclone LPs. Ja, checkt mal meinen Kanal, der heißt Star Comedy. Also mache ich mit drei Mitgliedern, mit Flo, mit ED1901 und mit Kischl LPs. Könnt ihr alle mal suchen. Ich habe sie eher als Freunde, glaube ich, unten drinnen stehen. Ja, auf jeden Fall, wir haben hier ein Unboxing von Sony Xperia Tablet Z. Ja, also ich finde das Gerät ziemlich cool. Das ist verchromt auch noch. Die Verpackung ist sehr, sehr edel gestaltet. Das ist verchromt und leicht erhoben. Macht einen guten Eindruck. Und da ist halt das Tablet so 3D-mäßig aufgezeichnet. Und ja, dann da steht halt noch Sony Xperia Tablet Z, hoffentlich kann man so sehen. Und ja, und da hinten sehen wir dann gleich wieder ein paar Fakten über dieses Tab. Ja, es ist ein Optic Contrast Panel eingebaut. Das ist ziemlich, macht gute Bildqualität. Dann ist es ein S-Force Front Surround 3D. Ist drin, weiß ich nicht, was das ist. Müsst ihr mal nachschauen in Google, wenn es euch interessiert. Ja. Und es ist, das Beste finde ich, ist PlayStation Certified. Das finde ich mit Abstand das Beste, weil da kann man dann dieses Tablet als Controller verwenden. Dann ist eine Bravia Engine drinnen. Also von den Bravia Fernsehern, also die Sony Fernseher. Da ist halt das auch so, ja, sie haben schon ein brillantes Bild, die Bravia Fernseher, und das ist auch da drinnen. Ja, es ist halt Android, ich glaube 4.1.2 Version, wenn mich nicht alles täuscht. Dann ein weiteres Highlight finde ich, dass es NFC-fähig ist. Das ist NFC-Logo. Und ja, und da steht dann halt noch 8 Megapixel Kamera, Quad-Core-Prozessor von 1,5 GHz, ein USB-Anschluss, also ja, zum Aufladen halt oder an den Computer anstecken. Ja, es ist ein 10.1 Zoll Display mit einer Diagonale von 25,6 cm. Ja, kommt schon fast an einem Laptop heran. An den kleinen halt. Und was ich auch cool finde, ist, man kann Skype zum Beispiel in HD aufnehmen. Ja, es ist jetzt DLNA. DLNA Certified, das heißt, das Gerät ist DLNA-fähig. Wir haben zu Hause noch keine, aber ich werde mir stets bald eine besorgen, eine DLNA-Festplatte. Die könnt ihr dann einfach an euren Internet anschließen und ihr könnt im ganzen Haus, könnt ihr dann Filme raufladen und könnt ihr dann im ganzen Haus, könnt ihr von Laptop, Computer, Tablet, Smartphone die DLNA halt unterstützen. Also Computer braucht jetzt kein DLNA nicht, aber die Smartphones und die DLNA unterstützen, können einfach in das WLAN eingehen und dann steht da irgendwas mit DLNA und dann muss man da drauf gehen und dann stehen die verfügbaren DLNA-Festplatten. Da könnt ihr euch über eure DLNA-Festplatte drahtlos die Filme angucken. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ja, es ist die Wi-Fi-Version. Ich brauche keine 3G oder LTE-Version, weil ich das mit meinem Hotspot von meinem Handy mache. Das hat das sogar übrigens. Ja, und das ist jetzt für die Kamera. Ich nehme hier auch gerade mit einer Sony-Kamera auf. Einer, weiß ich nicht, wie heißt die nochmal? ZX250E oder so heißt sie. Weiß ich nicht mehr genau. Und die hat halt auch Exmoor. Also die Bildqualität ist schon von solchen Kameras fantastisch. Ja, HDMI hat man noch. Da kann man dann ja einfach bei dem Fernseher reinstecken und dann könnt ihr da das Bild von eurem Fernseher übertragen. Was ich allerdings auch cool finde an diesem Tablet ist, dass wenn man einen Sony Bravia hat, ich kaufe mir bald einen, aber ich habe ihn leider noch nicht, das Gerät ist ja NFC-fähig, haben wir ja dann da schon gesehen, könnt ihr dann, wird eine zweite Fernbedienung mitgeliefert, die kann man dann einfach an die Rückseite des Tablets legen und dann wird der Display des Tablets mehr oder weniger auf dem großen Fernseher gespiegelt. Finde ich ziemlich cool, kann man sich Fotos und alles aussuchen und ansehen, was man halt will.
Und aber man kann auch einzelne Fotos auf dem Fernseher auch tippen, ja, verschieben darauf. Da muss man halt nur einen WLAN-Fernseher haben, aber wenn man einen Sony-Fernseher hat, geht das mit der NFC-Fernbedienung super. Ja, es ist waterproof, heißt das bei Sony. Es ist staub- und wassergeschützt. Das fände ich cool. Das Handy kannst du einfach, könnt ihr in den Pool schmeißen. Handy, man, ja, das Handy auch. Es gibt ja den Vorgänger, das heißt Xperia Z, nur Xperia Z. Das könnt ihr auch in den Pool hauen von mir aus, aber das kann man auch reinschmeißen. Ist gar kein Problem. Und ja, jetzt fangen wir einfach gleich mal an, weil hoffen wir, dass das gut aussieht, das Tablet, und dass ich da keinen Blödsinn gekauft habe. Das geht jetzt ein bisschen schwer auf, wartet mal. So. Ja, ist schon durchgeschnitten. Die Seite noch. Gut. Haben wir halt da das Tablet. Und jetzt kommt der spannende Moment. Mann. Ein bisschen noch andauernde Spannung. Ich darf das noch durchmachen da. Gut. Hier nochmal. Ich hoffe, das geht so. Und jetzt. Da, 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 da. Ja, und hier haben wir unser Sony Xperia Tablet Z. Ja, ist schon so ein schöner Pfeil aufgemalt. Können wir das einfach so anfassen. Es macht einen ziemlich guten Eindruck. So. Ja, aber das nehmen wir jetzt erstmal zur Seite und schauen uns die weiteren Sachen an, die da mitgeliefert von Sony mitgeliefert wurden. Habe ich jetzt zwar zweimal gesagt, aber ja, okay. Ja, und das ist halt dieser USB-Kabel. Ist bei jedem Smartphone dabei, glaube ich halt. Also ich habe noch keins gesehen, wo es nicht dabei ist. Und da ist halt unser Reiseadapter. Steckdose mit dem verbunden, eben ein Ladegerät. Dann haben wir üblichen Papiermüll, obwohl ich eigentlich, sie müssen mitliefern, obwohl sich das eigentlich kein Schwein durchliest. Bla. Important information, information's importance, wichtige Informationen. Eliarike, griechische Informatie, weiß ich auch nicht. Also glaube ich in Italienisch da, Informazioni, Startup Guide, Guide de Demarate, Kurzanleitung, Obstat gibt's, der Mann, lass mich in Ruhe, ja. Das ist jetzt halt das Programm Guide da, Guide einfach nur da. Anleitung. Ja, und jetzt kommen wir zum Xperia Tablet Z. Ja, gut. Machen wir das mal vorsichtig auf hier. Dann kommt schon das Xperia Logo zum Vorschein. So, so, so. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe immer gelesen, dass es Fingerabdrücke anziehen, aber ich sehe da jetzt dabei nichts. Ja, hier haben wir unser Xperia Tablet Z und noch eine blöde Folie. Die tun wir da jetzt einfach runter. Gut. Boah, das zieht sich gleich an mich. Ah, das stinkt. Da ist mein Handy da. Da werde ich gleich meine Handy-SD-Karte reintun. Es ist geschützt, das sieht man. Wasserdicht ist es auch. Finde ich ultra, ultra, ultra cool. Gut. Dann, was man auch bei den Xperia-Smartphones schon gewöhnt ist, ist dieser Einschalt. Knopf oder wie nennt man das, Standby-Knopf. Dann die Lautstärke wippen, gehen ziemlich einfach, ziemlich gut gelöst.
Dann haben wir unten noch, ja, da ist halt alles verschlossen, muss man alles suchen, was man möchte. Wie geht das auf? Naja, egal, werde ich mich nachher drum kümmern, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Akku. Ist halt dieses Akku-Dings da, kann man gut sehen. Für den USB, ja, USB-Kabel. Ja, dann haben wir da noch den, da steht gleich Micro-USB. Nein. Was rede ich denn für einen Schund? Micro-SD heißt es. Kann man die Micro-SD-Karte reinschieben. Werde ich bald mal machen. Aber es ist natürlich nur wasserdicht, wenn die Verschlüsse da ordentlich geschlossen sind. Sonst würde das, glaube ich, nicht ganz gut funktionieren. Ja, schauen wir mal, ob man das schon einschalten kann. Nein, kann man schon. Seht ihr das? Sony? Steht schon super da. Xperia. Kommt so eine Geste.